Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich habe jetzt heute mehrere Sachen vor. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt heute in dieser Folge unterkriegen kann. Erstmal muss ich, glaube ich, aber das mache ich dann natürlich offline, die Fee. Ach nee, Moment, das ist ja offen. Ah, ja. Okay, die Fee hat eine neue Aufgabe. Da können wir theoretisch weitermachen. Das würde ich ehrlich gesagt auch gerne vor Donald Duck machen. Die Dachbodenaufgabe muss ich mal schauen, ob ich die gleich annehmen werde. Ich setze sie erstmal auf die aktive Aufgabe, weil ich denke mal. Ja, dass die nicht so lange dauern wird. Und ich habe noch eine Sache. Ach, das Portal? Ach ja, genau. Da wollte ich auch noch mal reingehen. Wenn ich denn hier durchkomme. Jetzt. Beziehungsweise, ich wollte gucken, ob ich hier reingehen kann, weil. Sieht ja schon geil aus, ne? Weil ich nämlich noch was gesehen hatte in der letzten Folge. Also für mich war es quasi. Ach, die läuft hier rum. Für mich war es quasi die letzte Folge. Da hinten ist sie. Hallöchen. was haben wir denn jetzt hier alles? Moment, betreten. Ach so, das war das, wo ich oben war. Was ist das? Haben wir da jetzt was aufgenommen? Kugel der Einheit. Ein magisches Artefakt, das seine Kraft aus der Einigkeit und dem Miteinander bezieht. Aha. Versorgungspaket der Space Ranger. Ja. Wobei, warum ist das jetzt für eine Quest eigentlich? Das kann ich doch öffnen. Ja. Ist nicht viel drin, aber wir haben zumindest ein bisschen was bekommen. Und wir haben jetzt wieder einen Platz frei. Ich wollte aber eigentlich. Oder war das jetzt hier dieser Punkt, wo ich hin wollte? Weil ich hatte eine Kugel gesehen. Das ist richtig. Das war anscheinend die hier. Aber sonst ist hier hinten, glaube ich, keine mehr drin. Ich habe da gestanden. Ja, klar, hier ist ja diese Tür. Mit dieser Fotoaktion. Und ich habe dann irgendwie da oben gestanden, habe da hinten was glitzern gesehen und hier hatte ich die Kugel gesehen. Genau. Ja, dann ist sie das bestimmt. Was ist denn mit der Tür da oben eigentlich? Kommen wir da eventuell später nochmal hin oder sind wir durch die auch mal durchgekommen? Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht so sicher. Also hier den Weg haben wir auf jeden Fall alles genommen. Das war soweit okay. Nur mit der da oben, die jetzt so bläulich leuchtet, als ob da irgendwie so eine blaue Kugel drin ist. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob wir da gewesen sind, weil auch hier rechts und links alles in Klammern wieder zu ist. War das vorher auch hier? Ich bin mir nicht sicher. Ja, dann gehen wir mal hier durch wieder raus. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt hier noch mehr machen können, als wir eh schon gemacht haben. Da hinten haben wir auch alles rausgenommen, da auch. Ja, schade, dann ist das doch nicht ganz so lange hier gewesen, wie ich mir erhofft hatte. Ich dachte, wir können vielleicht noch ein paar andere Sachen hier einsammeln, aber das war dann anscheinend doch alles. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir jetzt mit dieser Kugel? Ein magisches Artefakt, das seine Kraft aus der Einigkeit und dem Miteinander bezieht. Aber das ist so eine Kugel. Wie die? Sollte das unser Bild hier sein? Warum ist das jetzt? Ah, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir doch. Wir mussten nur erstmal geladen werden. Okay. Ich bin gerade am Überlegen. Kann man das hier irgendwo sehen? Ich glaube nicht, oder? Das wäre. Haben wir denn irgendwie. Wir haben doch eigentlich alles soweit abgeschlossen, oder? Das Letzte, woran ich mich glaube, ich erinnern kann, das waren die eisigen Höhlen. Und hier, weil da ja auch die alte Dame, also die gute Fee ist, hier könnte das eventuell sein, dass da noch was fehlt. Da schauen wir mal eben. Erstmal Orientierung finden hier. Da ist noch. Nee, da ist aber schon eine drin, oder? Wenn ich das richtig sehe, da ist schon eine drin.
Kann ich auch nicht austauschen oder so. gut. Wo habe ich denn jetzt noch? Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo jetzt noch eine fehlen könnte. Oder hier auf dem Platz selber vielleicht? Da haben wir aber doch... Nee, da haben wir... Nee, das war hier unten, wo wir was reingemacht haben. Hier haben wir auf jeden Fall was reingemacht. Das war die Sache mit Mutter Gothel. Ich gehe jetzt hier einfach mal alle Ebenen ab. Hier haben wir doch was reingemacht. Da sind wir doch noch so lange unterwegs gewesen mit den Bäumen. Na, da hinten. Da haben wir irgendwie diese Saat oder sowas reingemacht. Ich gehe jetzt hier auch nochmal gucken, aber da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass da alles voll ist. Das war da, genau. Da ist auch dieses Ding drin. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ach, am Strand. Moment. Am Strand ist das schwarz. Vielleicht hier. Interagieren. Ja, perfekt. Oha. Okay. Oh. ja, da müssen wir doch mal die aktuelle Aufgabe, glaube ich, wechseln. Was ist das denn hier? Das machen wir mal weg. Oh, ah nee, die Katze, die kennen wir schon. Aber was ist das hier? Seetang. Achso, ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Magisches oder so. Enthülle das Geheimnis der Säule der Einheit auf der Insel des Schädelfelsens. Okay, Moment. Wo ist Merlin? Merlin, du musst mir jetzt helfen. Jetzt bin ich noch gespannter als vorher, ehrlich gesagt. Weil vorher bin ich nicht davon ausgegangen, dass jetzt sowas passiert. Also, dass ich noch eine neue Quest dazu bekomme. Ich dachte, da wird jetzt vielleicht irgendwas freigelegt oder so. Och, Merlin, ganz ehrlich. Hallo, dich habe ich gesucht. Du musst dich nicht so ranschleichen. Jetzt komm schon. Uns erwartet viel Arbeit. Sei gegrüßt, meine Liebe. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das bedeuten könnte. Dem muss ich sofort nachgehen. Die Bibliothek muss durchforstet werden. Meine bisherigen Recherchen überprüft werden. Okay. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Das ist toll. Machst du das auch? Soll ich dir dabei helfen? Oder... Soll ich jetzt so lange warten? Da bist du ja! Ja, muss ich nochmal mit ihm sprechen, oder wie? Meine Recherchen überprüft werden, ja. Und jetzt lauf! Ja, toll. Und was heißt das jetzt? Hä? Jetzt bin ich verwirrt, ganz ehrlich. Also hier steht nichts anderes. Da steht nur enthülle das Geheimnis. Melly? Ach, der steht jetzt da in der Ecke. Ich dachte gerade schon, hä? Ja, seine Bibliothek ist doch das hier. Ne, das verstehe ich doch richtig. Und da läuft er ja jetzt auch die ganze Zeit rum. Soll ich jetzt hier eine halbe Stunde warten oder was? Oder bis der vielleicht irgendwo was gefunden hat? Oder jetzt rennt er wieder da hinten rum? Ich habe auch nichts bekommen oder so von ihm. Ich mache das mal nach hier oben, dann kann ich das besser sehen. Also ich habe auch nichts bekommen oder... Ach, Moment. Hatte ich irgendwelche Bücher oder sowas eventuell noch? Brauche ich da irgendwas für? Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher. Ich gucke mal lieber zur Sicherheit nach. Ich meine, wir hätten noch Questgegenstände gehabt, wo wir nichts mit anfangen konnten. Zubehör fürs Theater. Das ist aber eigentlich... Na, kann ich jetzt nur übertragen. Ich meine, das müsste ich öffnen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Grundlagen von Flüchen und Verhexungen. Goofy gibt dir bestimmt ein paar Sternmünzen dafür. Das auch. Und das auch. Heißt das, die soll ich jetzt verkaufen? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Okay, das habe ich jetzt geöffnet. Das war noch aus einer ganz, ganz alten Quest. Aber ansonsten habe ich jetzt hier auch gar nichts. Ich habe jetzt auch
Bis auf die drei Bücher jetzt keine Bücher und nichts? Ich bin jetzt wirklich verwirrt. Ist das jetzt verbuggt gerade? Kann das sein? Oder muss ich eventuell doch mit ihr jetzt sprechen? Aber das wird wahrscheinlich jetzt zu lange dauern. Ich gehe mal rüber und mache dann doch erstmal mit Bass weiter. Ich denke mal, dass das wohl nicht so eine lange Aufgabe sein wird. Nehme ich mal an, hoffe ich mal. Also nicht so lange für heute wohl bemerkt. Ich rede jetzt nicht von insgesamt. Wo ist Bass denn jetzt schon wieder? Hallo? Boah, immer wenn man irgendwo hinkommt... Ey, das ist doch nicht normal. Dann porten die sich wieder weg. Insbesondere, wenn man eine Quest mit denen hat, sind die plötzlich wieder weg. Da hinten ist er. Bleibst du stehen? Nein! Oh. Hallo, red mit dem. Space Ranger, ich habe neue Informationen erhalten und die Lage ist kritisch. Die verbleibenden Außerirdischen sind im Dachbodenmodus. Sie haben sich an einigen der geheimsten Orte des Dorfes versteckt. Wir müssen sie unbedingt finden. Nein, wir können sie eigentlich auch da liegen lassen. Das ist die richtige Einstellung, Gameplayerin. Erstere oder zweite? Du wirst sicher das gewohnt professionell erledigen. Wir müssen jedes Puppenhaus, jeden Schuhkarton und jeden Müllbehälter durchsuchen, die wir finden können. Okay, Puppenhaus, Schuhkarton, Müllbehälter. Du kennst dich im Tal besser aus als ich, Gameplayerin. Es ist deine Siedlung. Daher frage ich dich, wenn du dich hier im Dorf irgendwo verstecken müsstest, wo würdest du das tun? Wenn es dir eingefallen ist, dann sieh dort nach. Mhm. 15. Okay, wir fangen mal wieder von vorne an. Also es wird wohl doch eine etwas längere Folge werden, aber nicht, weil wir einem super schönen Geheimnis oder sowas auf die Schliche kommen, sondern einfach nur, weil wir mal wieder im Space Ranger Modus sind. Ich meine, der Space Ranger Modus ist nicht schlimm, nur dieses Spielzeug-Aliens suchen geht mir so verdammt auf den Sack. Aber es wird nicht besser dadurch, dass ich das ständig wiederhole, deswegen... Können die auch oben irgendwie hängen? Ich weiß es ja nicht. Ich meine, wenn die jetzt... Wenn er jetzt davon redet, oh, die guckt mich dann schon wieder so wahnsinnig an. Wenn er davon redet, dass die im Dachboden stecken, heißt das für mich, ihr müsst jetzt eigentlich Häuser suchen, die einen Dachboden haben, aber. Moment. Bei ihm ist wahrscheinlich nichts, oder? Nehme ich mal stark an. Kann man mal wieder nicht sehen, weil man sich umdreht. Nee, aber ich sehe auch nichts leuchten. Da dürfte ich eigentlich nicht reingehen, aber zwecks meiner Recherchen, ob hier irgendwas ist, muss ich natürlich reingehen und dementsprechend muss ich natürlich auch mal kurz ein paar Sachen kaufen. Auf Wiedersehen. Es tut mir wirklich leid. Das ist ein Kaktus, oder? Okay. Einen schönen Tag noch. Wie war das jetzt nochmal? Die Sachen, die man noch nicht gekauft hat, hat mir einer in die Kommentare geschrieben. Die haben einen roten Punkt, oder? Oder war es jetzt anders? Ich bin mir nicht sicher. Der hat auch einen roten Punkt. Moment, die Haare, glaube ich, habe ich mir geholt. Das sind doch meine Haare sogar. Nee, mit Hörnchen. Nee, das sind die Haare, die so hoch stehen. Das sind keine Hörnchen. Die habe ich mir aber doch geholt, oder? Hallo. Oder sagen die jetzt nur so, ich hole sie jetzt nochmal. Nur für alle Fälle, falls das jetzt doch irgendwie falsch war. Aber ich meine, die Hose vorne hatte ich mir geholt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Jacke auch geholt hatte. Sei gegrüßt, Nachbar. Aber falls ich die doch nicht geholt hatte, kaufe ich sie dann halt jetzt nochmal. Bei der Ecke bin ich mir ziemlich sicher, dass ich sie nicht geholt hatte. Also es müssten die mit dem roten Punkt eigentlich Sachen sein. Obwohl, nee, mit dem roten Punkt müssten Sachen sein, die ich schon geholt habe. Weil das habe ich mir definitiv nicht geholt. Einen schönen Tag noch. Nee, das definitiv nicht. Freundlichen Dank. Den angeblich auch nicht. Einen schönen Tag noch. Oh. Auf Wiedersehen und bis bald. Und das angeblich auch nicht. Einen schönen Tag noch. Oder es war doch andersrum. Dann ist jetzt alles völlig für den Arsch. Aber die... Hosen habe ich mir doch noch nicht. Sei gegrüßt, Nachbar. Hey!
Auf Wiedersehen und bis bald. Okay, ich gucke mir demnächst nochmal den Kommentar an und dann entsprechend werde ich mir das dann holen. Einen oder nicht Tag holen. Wenn es mit Punkt ist oder ohne. Oder hatte ich das zufälligerweise aufgeschrieben? Da muss ich jetzt. Kein roter Punkt, wenn die Sachen bereits gekauft wurden. Also die mit einem roten Punkt habe ich schon gekauft. Das könnte bei dem Sofa wirklich hinhauen. Das müsste ich theoretisch auch gekauft haben. Oder es ist jetzt eine andere Farbe. Das kann natürlich auch sein. Sei gegrüßt, Nachbar. Weil hier ist jetzt kein roter Punkt dran. Ich verlasse mich jetzt darauf, dass das wirklich so ist. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ansonsten werde ich dich zur Rechenschaft ziehen. So, Moment, jetzt schauen wir hier nochmal eben in die zwei Häuser rein, ob wir da jetzt noch irgendwas finden. Ich habe nebenbei übrigens mal ein bisschen geguckt. Ah, ha, ha. Wieso liegen die hier? Ich denke, die sollen auf dem Dachboden sein. Da ist noch ein. Oh Gott. Drei? Vier? Waren das jetzt alle oder ist jetzt hier auch noch einer? Naja, also hier scheint keiner mehr zu sein. Ich dachte jetzt gerade schon dazwischen. Okay. Also vier hier drin. Sind das jetzt immer vier? Ist das unterschiedlich? Und überhaupt? ja, aber wenn die jetzt wirklich einfach so auf dem Boden liegen, ich gehe auch mal stark davon aus, dass die tatsächlich nur in den Häusern drin sind, dann macht es das Ganze wenigstens etwas besser, weil da muss ich nämlich nicht mehr überlegen, muss ich jetzt irgendwo auf den Dachboden steigen oder sowas, um die zu finden. Das heißt, die können eigentlich nur auf dem Boden liegen, nehme ich mal an. Ich gucke zwar jetzt, da sind welche, da sind welche. Ich gucke trotzdem noch mal überall so ein bisschen in die Höhe, falls die doch nicht nur auf dem Boden liegen. Aber ich denke mal, wenn man so zwei Häuser gefunden hat, wo die tatsächlich nur auf dem Boden liegen, dann denke ich mal, dass das dann auch so bleibt. Also, dass man die auch nirgendwo anders sonst findet. Ja, tschüss. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, beim Zauberer war ich schon, aber ich war ja eben da. Achso, Wally habe ich vergessen, ne? Da muss ich auch noch hin. Ich war ja eben da, bevor ich die Quest gestartet hatte. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher. Jo. Ich laufe übrigens die ganze Zeit jetzt wieder mit den Flügeln rum. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich muss mal daran denken, dass ich das offline mal wieder ausschalte. Oh, Moment. Du hast Stoff. Da kaufe ich mir gerne welchen von, weil ich brauche da immer ganz viel von. Und von dem Holz kaufe ich mir auch gerne. Stein braucht ich Stein. Moment, Stein braucht ich doch auch, oder? Für irgendwas. War das nicht auch für die, ja, Kohle und so hat man ja sowieso immer genug. Irgendwas höre ich aber gerade. Ach so, das ist... Nee, ich doof. Ja, ich höre schon was, aber das ist der Brunnen, den ich höre. Der bringt mir natürlich nicht allzu viel. Okay, hier scheint nichts zu sein. Also dann ist wohl die Anspielung mit dem Puppenhaus und alles wohl doch keine Anspielung. Und was war das mit einem Müllcontainer oder irgendwas hatte der doch gesagt? Ich weiß es nicht mehr so genau. Oh, ich bleibe hier auch echt immer bei jedem kleinen Ding hängen. So, die nehme ich jetzt auch nochmal kurz mit, weil ich die ohnehin immer vergesse. Und ich die ja irgendwann auch mal für Rezepte brauche. So, ich möchte immer noch eine Sprinttaste haben. Vor allen Dingen, es stand ja zuletzt Sprinten drin. Und ich war noch so begeistert, dass sie das vielleicht endlich mal geschafft haben, eine Sprinttaste hier rein oder vorzubereiten, dass es eine Sprinttaste gibt. Und es kam keine. Oder ist bis heute zumindest noch keine gekommen. Ja, jetzt bin ich immer noch sehr traurig darüber. Aber dafür ist der Sprint jetzt unten weg. Also, naja. Hi, tschüss. Ariel, ich kann gerade nicht. Ich muss Spielzeug sammeln gehen. Das kannst du sicher verstehen. Ach ja. Ich liebe dieses Sinnlose in der Gegend herumlaufen und doch nicht zu wissen, ob man jetzt alles hat oder nicht alles hat. Oder. Also ich gehe mal davon aus, dass wir... Hallo? Ist das nicht die Eingangstür? Doch. Hallo?
Was soll das? Ich wollte doch nur die Tür aufmachen. Hallo, Stitch. Du hast leider nicht das, was ich brauche. Tschö. So, Moment. Darum. Prinz Erik ist doch auch hier rumgelaufen, meine ich doch. Der muss auf jeden Fall wach sein. Bei ihm können wir eventuell auch noch was kaufen, genau. Das mit dem Wachsein ist ja immer so eine Sache, ne? Immer wenn ich irgendwas machen will, sind die ja nicht wach. Hier leuchtet aber nichts. Aber wir können die Sachen kaufen, okay. Irgendwas mit einem Schnitzstein, keine Ahnung. Ehrlich gesagt interessiert mich das jetzt auch nicht so wirklich. Achso, Moment. Nee, das war automatisch drin, ne? Okay, haben wir automatisch drin, müssen wir nicht öffnen. Sehr schön. Dann nimmt es auch keinen Platz unnötig weg, das ist gut. So, das ist der andere Felsen. Hier müssen wir noch kurz hin. Wo natürlich auch wieder nichts ist. Ich weiß nicht warum, aber diese Aliens scheinen tatsächlich Vajana und ihr Volk in Anführungszeichen, also ihn hier und ja eigentlich nur die beiden jetzt, nicht so sehr zu mögen. Weil ich habe bisher, meine ich, noch nicht einmal ein so ein Alien irgendwo bei denen im Haus gefunden. Allerdings auch nicht bei den Wassermenschen. Also weder bei Ariel noch bei Ursula habe ich jemals einen dieser Aliens gefunden. Ich gehe natürlich trotzdem immer noch mal hin, um zu gucken, ob wir nicht doch noch mal irgendwie was finden. Weil man muss halt in jeder Ecke gucken. Und je verzweifelter ich werde, umso mehr muss ich suchen. Ich bin auch ehrlich gesagt schon kurz davor, das Ganze ein bisschen zu cutten, weil die Folge jetzt schon so lange wird. Aber beim ersten Mal würde ich schon gerne den ganzen Lauf hier mit reinnehmen. Ich gehe da gleich hoch, oder? Dann müsste ich das... Dann gehe ich erstmal hier unten zu ihr ins Haus rein. Wo ich übrigens auch, glaube ich, noch nie einen gesehen habe. Hi! Keine Zeit, lass mich durch. Und heute auch wieder keinen. Sehe. Das dachte ich mir. Komisch, dass die dann plötzlich immer zu Hause sind. Die ganze Zeit interessiert die das nicht. Ja, hi. Heißt das jetzt, ich soll jetzt bei dir da in die Höhle gucken? Oder warum kommst du mir jetzt so entgegengelaufen? Das von unten hatte ich nach oben gestellt, das Haus. Das heißt, da gehe ich jetzt auch nochmal eben hin. Also, so wie ich es mitbekommen habe, ist es tatsächlich so, das nehmen wir mal eben hier, dass das nur in diesen privaten Häusern ist. Also ich habe auch noch nie irgendwo in einer Höhle oder sowas gefunden. Hi ihr beiden, leider keine Zeit. Ich habe noch nicht mal Zeit, ganze Sätze zu sprechen, wie ihr schon bemerkt habt. Ja. Das ist irgendwie ein cooles Bild, ja. Ja, was soll man machen? Moment, hier war nur noch die Höhle. Ja, hier ist eigentlich gar nichts mehr, ne? Das sind nur noch die beiden Höhlen. Da kann ich jetzt auch nochmal eben zum Schluss reingehen, falls ich hier überhaupt irgendwie noch reinkomme. Das ist ja jetzt so vor Wochen hier. Ja, aber hier habe ich, wie gesagt, auch noch nie was gesehen. Heißt das jetzt, dass wir tatsächlich nur die vier jetzt gefunden haben und mehr auch nicht finden können heute? Das ist ja doof. Oh, hier ist noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich mit. Ganz besonders. Hallo? Okay. Lass ich jetzt mal so stehen. Irgendwie, also anscheinend ist heute wirklich ein bisschen was verbuggt. Ich weiß auch nicht. Ich kann mich ja auch nicht mal bewegen, weil hier noch alles so zu ist. Ich sage ja, ich muss hier ganz dringend tatsächlich mal ein bisschen was freiräumen. Ich gehe jetzt noch mal eben als letztes in die eine Höhle rein, auch wenn ich nicht glaube, dass da was drin ist. Ja, Elsa, du bist so penetrant heute, deswegen gehe ich da noch mal kurz nachgucken. Für alle Fälle. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass da irgendetwas drin ist. Was hatte das noch mal mit den Rauten auf sich? Das weiß ich schon alles gar nicht mehr hier. Nee, natürlich, hier ist auch nichts drin. Ja... Ach so, doch, bei der einen können wir noch eben hin. Nee, wir waren ja auch... Ach, natürlich, wir haben jetzt nur die rechte Seite hier abgegrast.
Aber wir haben ja den kompletten Teil hier auf der Seite noch gar nicht. Also drei Optionen hätte ich jetzt auf jeden Fall noch. Ne, vier eigentlich. Simba hat ja eine eigene Hütte. Hätte ich auf jeden Fall noch, wo man noch nachgucken könnte. Wo ich zwar auch noch nie was gesehen habe. Aber was willst du machen, ne? Man ist ja so verzweifelt, dass man wirklich in jede Hütte reinguckt. Und das jede Folge über. In der Hoffnung, dass man doch nochmal was findet. So, mal schauen. Dann gucken wir erstmal bei Simba. Sehr schön. Hier ist auch nochmal eine Kiste. Das ist immer gut. Diesmal wartet die auch nicht, bis ich mich entfernt habe. Das ist auch gut. So. Wie sie sehen sie nichts. Ja. Ich glaube, das ist auch mitunter... Ach so, stimmt, ein Baum ist ja noch hier. Das ist auch mitunter einer der Gründe, weshalb das wirklich so unbeliebt ist bei mir, um es mal vorsichtig auszudrücken. Weil es halt so frustrierend ist. Man rennt die ganze Zeit rum. Ich meine, ihr seht ja selber, wie lang die Folge jetzt schon geworden ist. Ich glaube, ich habe, wenn überhaupt, 10 Minuten vorher was aufgenommen. Das heißt, ich bin jetzt schon über eine Viertelstunde hier am Rumlaufen und habe jetzt in einem einzigen Haus, gut, da waren jetzt vier drin, muss man dazu sagen, aber in einem einzigen Haus habe ich jetzt welche gefunden. Und naja, es ist halt sehr frustrierend, dann die ganze Zeit in Anführungszeichen zu verplempern und eigentlich in der Folge nicht wirklich was machen zu können. Ja, mit dem Ergebnis, dass halt nichts mehr kommt, ne? Das ist halt so nervig. Wenn die jetzt gut versteckt hier überall in der Gegend wären oder sowas, da würde ich noch sagen, okay, dauert länger, aber ne, es macht irgendwo dann doch ganz, ganz schön Spaß, sage ich mal, das zu suchen. Aber das war dann auch das Letzte und entsprechend habe ich leider nichts gefunden. Ja, und die Quest, die ich eigentlich machen wollte, wo ich mich gerade noch total drauf gefreut habe, die scheinen verbuggt zu sein. Ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen. Ich weiß auch nicht, ob man den irgendwie nur morgens, mittags, abends ansprechen kann. Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall regelmäßig mal dahin gehen und das nochmal versuchen und auch darauf achten, ob es Updates dazu gibt. Wenn ihr irgendwas wisst, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Also wenn ihr irgendwo was gelesen habt, dass die Quest gerade verbuggt ist oder sowas, weil dann brauche ich mir die Mühe natürlich nicht zu machen, sondern dann würde ich wirklich gucken, ob es da ein Update gibt, wo ja drin steht, dass das Ganze halt eben behoben worden ist. Ansonsten, ich gucke zur Sicherheit nochmal nach, ansonsten würde ich sagen, dass wir als nächste Aufgabe Madame hier machen, also die gute Fee, dass wir das dann ins Auge fassen. Ja, das dann immer mal so ein bisschen mit Fragezeichen versehen, weil es ja nicht wirklich funktioniert im Moment. Und ja, ich meine, das, wie gesagt, möchte ich als Letztes anstellen. Den machen wir so zwischendurch. Das werde ich dann auch nicht mehr so wie heute machen, sondern ich werde danach dann einfach nur noch zusammenschneiden, wenn ich mal was gefunden habe und wo ich es gefunden habe. Ja, und als Nächstes konzentrieren wir uns auf jeden Fall auf die Dame hier im Hintergrund, dass wir die dann in der nächsten Folge behandeln werden, beziehungsweise ihre Aufgabe machen werden. Ja, ist jetzt leider nicht so viel bei rumgekommen in dieser Folge, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.